Was geht ab? Ich bin Mr. Workaholic und du lässt zuallererst ein Abo da und aktivierst die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich freue mich auch gerne über einen Daumen rauf. Heute soll es um Gebühren auf Davanda gehen. Ich schalte kurz um. Und ich möchte euch als allererstes erst einmal die Webseite von Davanda zeigen. Ich ziehe die hier kurz rüber und wir stellen fest, oha, Moment mal, Seite geschlossen. Ups, was ist denn da passiert? DIY Trend geht weiter, Davanda Shops bei Etsy. Ah, okay, das heißt, wir machen heute keine Gebühren auf Davanda, sondern Gebühren auf Etsy. Ich schalte nochmal um. Brauchen wir diese Webseite nämlich nicht mehr. Trotzdem möchte ich euch einmal die Etsy-Webseite zeigen. So schaut die aus. Und auf den allerersten Blick sieht man hier verschiedene Kategorien. Übrigens Etsy bzw. früher Davanda war eben wirklich selbstgemachtes von Privatpersonen, die irgendwann gesagt haben, ich möchte meine handwerklichen Sachen einfach verkaufen. Im oberen Bereich sehen wir noch eine Suche. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir aktuelle Geschenke im Trend. Hier einen schicken Namensring, Portemonnaie, Bücher, aber auch andere Sachen. Oh, wenn man hier rüber scrollt, startet ein Video offensichtlich. Hier geht es um Zuckertüten aus Stoff, wie ich annehme. Das hier scheint Puppe zu sein. Hängende Pflanzen, die aussehen wie ein Oktopus und so weiter. Auf jeden Fall schöne Sachen. Ich finde das gut mit diesen Videos, da kann man gleich sehen, wie die Waren in Aktion quasi benutzt werden. Hier diese Teelichter oder Kerzen, die wahrscheinlich mit Öl gefüllt sein werden. Und natürlich noch weitere. Bis hinunter zu Fragen. Neueste auf dem Blog. Bis hin zu den, naja, ganz allgemeinen Informationen. Ich für meinen Teil mag jetzt einfach mal auf Wohndeko gehen, weil mich das interessiert. Und schau einfach mal, naja, was gibt es hier? Einen schönen Eierbecher, einen Schwan. Wirklich mal was Außergewöhnliches. Aber hier auch ein Regal für Tassen und Flaschen und Blumen natürlich. Oder hier Blumengestecke. Oder so ein besonderer Art Lampenschirm, der wirklich sehr, sehr gut aussieht. Hier haben wir ein konkrete brutalistische Schachset. Was ist denn ein brutalistisches Schachset? Okay. Offensichtlich einfach nur ein Schachbrett erstmal, wo die, sag mal, schwarzen Felder ein bisschen vertieft sind und die weißen eben hoch sind. Und die Figuren sind, naja, etwas sehr kantig und eckig, würde ich behaupten. Diese Darstellung verwirrt mich komplett. Macht aber auch nichts. Von unten sieht es auch sehr schick aus. Ist auch dekorativ, ja. Gut, ist jetzt erstmal nicht so wichtig, denn heute soll es ja um Gebühren gehen.
Und da geht es bei Etsy ganz schön ans Eingemachte. Nächstes Mal mache ich eine neue Seite, denn sonst funktioniert die Rechnung nicht. Als allererstes gibt es bei Etsy eine Einstellgebühr. Allerdings ist Etsy kein Marktplatz, wie man ihn bei ihm vielleicht von eBay kennt, sondern man stellt quasi auf den Etsy-Server die ganzen Artikel ein. Und das sind in diesem Fall 0,2 Dollar, also 20 US-Cent. Ja, so heißt es, glaube ich. Genau, dann. Achso, die Einstellgebühr, die muss auf jeden Fall bezahlt werden, egal ob man den Artikel verkauft oder nicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, 100 Mal dieselben Ohrringe verkauft, dann werden die wahrscheinlich nicht alle auf einmal verkauft, sondern eben erst nach und nach. Das heißt, man hat quasi wiederkehrende Einstellgebühren. Dann gibt es Gebühren für Versandetiketten. Die variieren dazu, weil jedes Paket liegt eben anders an anders. Dazu habe ich übrigens ein sehr schönes Video gemacht, welches ich wahrscheinlich hier in der Infocard verlinken werde. Da die aber eben variieren, lasse ich die hier mal offen. Dann gibt es noch weitere Gebühren, nämlich die Transaktionsgebühren. Und die sind bei Etsy ganze 5%, egal wie teuer das Ganze verkauft wird, egal welche Kategorie es ist. Und dann gibt Etsy sogar tatsächlich noch an, dass die Umsatzsteuer mitberechnet wird. Das sind bei uns in Deutschland aktuell 19%. Das ist auch gar nicht so ganz doof, das zu machen, weil die Umsatzsteuer, naja, als Händler muss man die ja auf jeden Fall quasi, ja, bezahlen. Und Etsy, der quasi den Marktplatz dafür bietet, muss ja eben auch Umsatzsteuer bezahlen. Zwar nicht von den Artikeln, sondern eben für sowas wie Webseite etc. Aber das muss trotzdem mit drinne stehen. Dann gibt es sogenannte, da ist es, Pattern, hoppla, falsche Zelle, dahin, Patterngebühr. Und das sind 15 Dollar. Ja, Dollar, da sind sie im Monat. Was ist denn eine Patterngebühr? Ich versuche das mal wiederzugeben. Das ist quasi. Naja, lese es einfach mal vor. Hier steht, Pattern ist kostenlos auszuprobieren. Wenn du deine Webseite, also es geht um die eigene Webseite, veröffentlichen möchtest, kannst du eine 30-tägige kostenlose Testversion starten. Nach Ablauf der kostenlosen Testversion beginnt dein Abo. Das heißt, 15 US-Dollar berechnen sich quasi für die eigene Webseite im Etsy-Shop. Dann gibt es natürlich noch Werbegebühren. Werbegebühr. So. Und hier hängt es jetzt tatsächlich davon ab, wie viel man bei Etsy pro Jahr verdient. Und zwar, wenn das
unter, ja doch, unter 10.000 Dollar sind, dann bezahlst du 15% auf deinen jährlichen Umsatz. Ist das allerdings mehr als 10.000 Dollar, dann sind es nur noch 12%. Allerdings sagt Etsy hier auch, ich muss es nebenbei ablesen, dass niemals mehr als 100 Dollar im Jahr bezahlt werden. Maximal 100 Dollar für Werbegebühr. Das finde ich durchaus gut und fair. Dann gibt es noch zusätzlich, naja, Ads-Werbung, also Etsy-Ads nennt sich das. Die Gebühren hier variieren, deswegen schreibe ich sie nicht auf. Ich werde auch die Versandetiketten hier erstmal wieder rausnehmen. Genau. Und was noch ganz wichtig ist, falls man im Ausland wohnen sollte, dann berechnet Etsy eine sogenannte Umrechnungs Gebühr. Und das variiert je nach Land zwischen, ich muss hier mal kurz runterscrollen, naja, das Minimum sehe ich hier mit 3%, das Maximum sind 6,5%. Deswegen nehme ich hier einfach mal die Mitte und sage 4,5%. Ich habe nämlich keine Lust, jede einzelne Berechnung hier etwas mit auszurechnen. Das ist sehr viel Arbeit und gar nicht so wichtig, was ich das jetzt mache. Wichtig ist an der Stelle ja nur, dass man mal so eine ungefähre Ahnung hat, was hier eigentlich an Gebühren entstehen. Also es sind wirklich viele verschiedene Varianten und es würde wahrscheinlich eine ganze Tabelle füllen. Von daher werde ich mir das hier sparen. Was kostet mich das Ganze jetzt letztendlich, um auf Etsy was verkaufen zu können? Ich werde mal einen Verkaufspreis eingeben. Weiß nicht, habe ich meine Webseite noch? Ja, habe ich noch. Ich hole die noch mal rüber und mal gucken, ob ich irgendwie mal, ach so, die Artikel sortieren kann. Ja doch, Wohndeko war ja schon richtig. Da wollte ich ja gucken, kann man denn irgendwie das Ganze so filtern? Ja, kann man. Kostenloser Versand, niedrig bis hoch. Ja, anwenden. Hat aber irgendwie nicht so richtig gemacht. Ach so, doch. Nehme an, die erste Zeile sind bezahlte Angebote, die dann, man dann gleich sieht. Und dann geht es weiter. Nee, offensichtlich doch nicht. Ich muss den Filter vielleicht noch mal besser machen, sagen wir einfach mal 1 bis 100 Euro. Gucken wir mal, ob das wirklich so günstige Artikel gibt. So richtig funktioniert das aber nicht mit der Sortierung. Also es ist nach wie vor durcheinander. Und das ist unangenehm, das ist richtig nervig. Das ist richtig nervig, wenn sowas nicht funktioniert. Das ist schade.
Nun gut, vergessen wir das Ganze. Wir gehen mal von kleinen Preisen aus. Sagen einfach mal, naja, 5 Euro ist unser Minimumpreis und wir steigen gleich in vernünftigen Schritten weiter. Ich habe ja eben die Jacke gesehen, die war bei 50 Euro. €100 habe ich auch gesehen. Jetzt starte ich größere Schritte und sage, naja, 250, 300. Jetzt gehe ich wirklich weiter bis 1.000 € für den Preis und gehe hier in 100er Schritten einfach rauf. Ich mache jetzt für meinen Teil da erstmal Euros draus und werde jetzt einfach mal in meinem Fenster nebenan Umrechnung aufmachen, damit wir das Ganze hier mal in Euros bekommen. Denn mit US-Dollar kann Excel zwar wahrscheinlich auch rechnen, aber Lust hier jetzt lange zu suchen, wie das Ganze funktioniert. Okay, ich habe es hier stehen. Rechne aus, 0,2 US-Dollar in Euro. Ich schreibe das mal hier in die vierte Zeile, damit alles untereinander ist. Das sind 0,165, also 0,17 Euro. Die Prozente bleiben natürlich genau wie sie sind. Die Patterngebühren sind 15 US-Dollar. Und das sind in unserem Fall 12,34 Euro. Und weil es hier ja um die Zahl geht, 10.000, also in unserem Fall sind das dann 8.227 Euro. Eine schön krumme Zahl. Hier gilt das Gleiche natürlich. Und die 100 und dann natürlich einfach, ja, 2 Kommastellen versetzt. Das sind also 82,27 US-Euros. US-Euros. Genau, so sieht das aus. Damit müssen wir jetzt rechnen. Das heißt, als allererstes wird vom Verkaufspreis erst einmal die Einstellgebühr abgerechnet. Das sind hier diese 17 Cent, die wirklich immer bezahlt werden. Egal, ob man verkauft hat oder nicht. Dann werden natürlich die 5% Transaktionsgebühr auf den Verkaufspreis angerechnet. Das haben wir hier. Das heißt, das ist gleich der Verkaufspreis mal 5%. Das sind in dem Fall natürlich 25 Cent. Und wenn man das weiter runterrechnet, sieht man, das sind natürlich doppelt so viel und so weiter. Dann haben wir natürlich die Umsatzsteuer, die eben mitberechnet wird. Die berechnet sich natürlich ebenfalls auf den Verkaufspreis. Man müsste eigentlich hier eine zusätzliche Rechnung mit reinnehmen, dass man eben halt eben vorher noch weitere Umsatzsteuer, Steuern quasi mitbezahlt hat, gerade wenn man
Waren herstellt, dann bezahlt man quasi bei dem Händler, wo man die Rohstoffe einkauft, ebenfalls schon Umsatzsteuer. Aber das soll uns hier gerade nicht stören. So, das sind die Patterngebühren, haben wir gesagt. Und umgerechnet haben wir die auch in 12,34 €. Den legen wir fest. Und jetzt mache ich quasi erst einmal einen Cut, weil das sind ja erstmal diese ganzen Gebühren, die wir bezahlen müssen. Und das ist ja schon eine ganze Menge Zeug. Das heißt, ich setze hier jetzt erstmal eine Marge an, die im Prinzip sich vom Verkaufspreis immer weiter quasi berechnet, also Verkaufspreis minus Einstellgebühr, minus Transaktionsgebühr, minus Umsatzsteuer, minus Patterngebühren. Wow! Und wir sehen erstmal, wow, okay, bei 5 Euro Verkaufspreis haben wir ordentlich miese gemacht. Das ist logisch, weil bei 5 Euro, allein bei 12,34 € Patterngebühren, macht das wenig Sinn. Wir sehen aber auch, bei 20 Euro Verkaufspreis machen wir schon Gewinn. 2,69 €. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Das markiere ich jetzt noch in einer wunderschönen Farbe. Natürlich nicht in Gelb, sondern sage ich hier einfach mal, das ist rot. Voll rot. So. Und jetzt kommen natürlich diese Werbegebühren natürlich noch dazu. Jetzt wird es aber spannend. Naja, wenn ich unter 8.227 bin, dann sind es eben 15%. Und wenn ich drüber bin, sind es nur noch 12%. Das heißt, ich schreibe das hier mal hin. Unter 8.227. Dann ist das der Verkaufspreis mal diese schönen 15%. Dann machen wir fest. Und stellen fest, das ist gar nicht so viel Geld. Und das würde eine Gesamtmarge, ich nenne das mal U 10k, also unter 10.000, wäre das ja. Das wäre dann quasi im Prinzip die gleiche Rechnung. Also Verkaufspreis minus Einstellgebühr, minus Transaktionsgebühr, minus Umsatzsteuer, minus Patterngebühr, minus Werbegebühr. Schon stellen wir fest, wir haben eine ganze Menge Geld verloren. Ich mag das jetzt mal noch mal markieren in diesem schicken Blau. Da so ist ein kleiner Rechtschreibfehler. So schreibt man Gesamtmarge. Und jetzt wollen wir das natürlich noch für über 8.227 Euro berechnen, denn das ist quasi einfach nur die gleiche Rechnung. Nämlich Verkaufspreis mal in dem Fall die 12%. Jetzt mal wieder fest. Lass das Ganze berechnen. Und hier oben macht es eigentlich gar keinen Sinn hinzugucken, weil wir sind ja unter 10.000 Euro die ganze Zeit. Eigentlich macht es die ganze Zeit wenig Sinn hier zu rechnen, weil wir sind ja nur bis 1.000 Euro gegangen. Deswegen werde ich meine Tabelle jetzt erweitern müssen. Zwar einfach mal direkt auf, halt, wir hatten
8.000 Euro. Und ne, ich gehe einfach mal in tausender Schritten jetzt weiter. Warum berechnet er das hier nicht? Gut, mach mal weiter. Alles in Ordnung. Ja, so. Genau, hier lohnt es sich jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr, diese Zahlen anzugucken, weil wir sind ja dann definitiv über den 8.222. Deswegen werde ich hier an dieser Stelle herauslöschen. Und hier hinten machen wir die Gesamtmarge, die nennen wir jetzt Ü10K. Und das ist wie vorher auch schon Verkaufspreis mal in dem Fall die 12%. Noch kurz festlege. Das habe ich doch schon gemacht. Was für Unsinn mache ich denn hier? Das ist Verkaufspreis minus Einstellgebühr, minus Transaktionsgebühr, minus Umsatzsteuer, minus Patentgebühr, minus Werbegebühr. So. Jetzt macht es Sinn. Ich markiere das Ganze in einer neuen Farbe. Wir nehmen hier mal, das haben wir noch nicht. Lila, nein, Lila ist hässlich. Wir nehmen ein schickes Grün, dieses hier. So. Und weil das ja gar keinen Sinn macht, sich das anzugucken, was quasi bis 8.227 Euro passiert, deswegen werde ich das direkt wieder löschen. Erst hier macht es ja Sinn, nachzuschauen. Für 8.000 kann ich nochmal stehen lassen, einfach, dass man den Unterschied sieht. Aber eben dann macht es Sinn zu gucken, okay, hier habe ich definitiv weniger Abzüge. Das heißt, ab wann lohnt es sich denn überhaupt für mich als Verkäufer auf Etsy was zu verkaufen? Naja, wie ich schon gesagt, eigentlich bereits ab 20 Euro, weil ich da auf jeden Fall im positiven Gewinnbereich bin. Nee, stimmt gar nicht. Ab 30 Euro bin ich auf jeden Fall im positiven Bereich. Das heißt, darunter lohnt sich das noch gar nicht so richtig. Man könnte jetzt natürlich sagen, na ja, Mensch, die Patterngebühren, die fallen ja nicht unbedingt an. Und auch die Werbegebühr, na ja, die fällt eventuell gar nicht so unbedingt an. Das heißt, wenn wir die mal herausnehmen, einfach pro forma nehme ich die mal heraus, lösche das. Dann könnte man tatsächlich sagen, na ja, dann habe ich bei meinen 5 Euro Verkaufsgebühr immer Gewinn gemacht. 3,63 Euro. Ja, passt. Weil ich habe dann ja keine Patterngebühr und auch keine Werbegebühr, sondern eben nur die Umsatzsteuer, die Transaktionssteuer und die Einstellgebühr. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Und dann würde ich ganz ehrlich auch sagen, na ja, Etsy, da ist das Verkaufen quasi kostenlos. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, okay, Patterngebühren, also die eigene Webseite zu haben, den eigenen Shop auf Etsy, das macht immer Sinn. Und auch zu gucken, also die Werbegebühr, ich denke, man muss die immer mit drin haben, weil man sonst ja gar nicht so viel Gewinn machen würde. Und das ist tatsächlich auch schon alles. Also ab 30 Euro würde ich sagen, hat man auf jeden Fall immer gewonnen. Und nach oben hin ist natürlich keine
luftoffen, keine Grenze offen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Nach oben hin ist keine Grenze gegeben und von daher macht das total Sinn. Ja, ich denke schon. Gerade wenn ich mal so schaue, okay, bei 10.000 Euro Verkaufspreis, ja. Wenn ich da 7.500 Euro quasi noch rausbekomme, ist das immer noch viel Geld. Wenn ich jetzt natürlich überlege, naja, ich will vielleicht, keine Ahnung, wir können ja mal ein paar Zeilen dazwischen packen hier. Oder nee, lass mal bleiben, wir machen zwar hier oben. Man will vielleicht einen Verkaufspreis von 90 Euro haben, beziehungsweise 90 Euro einnehmen, auf jeden Fall einnehmen, nach Abzug aller Gebühren. Dann muss man natürlich in die Liste reingucken, naja, wo sind wir denn? Naja, bei 100 Euro Verkaufspreis direkt darunter sind wir bei 63 Euro Marge. Nach allen Abzügen bei 150 Euro sind wir gerade so über den 100 Euro angekommen. Das heißt, wenn ich 90 Euro einnehmen möchte, naja, da werde ich mich wahrscheinlich irgendwo bei 120 Euro einpendeln. Das muss aber eben jeder selber für sich berechnen, was er denn da haben möchte. Genau. So viel von mir. Ich hoffe, euch hat das Video informiert. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch sehr über Daumen rauf oder wenn ihr die Glocke aktiviert. Wie schon gesagt, ich werde verschiedene Videos hier noch in die Infocard packen, besonders für die Versandetiketten. Das wird auf jeden Fall drin sein. Und dann sage ich mal, bis.